weniger ausgewandert hatten empfänglich einen so harten Stand wie ich. Gegen das Ende freilich war unser aller Schicksal gleich und keines glänzender. Mehr als einmal hatte ich mich in dem Fall befunden, dass es mir buchstäblich in allem fehlte. Und doch hatte ich nie den Mut verloren, noch fühlte ich mich unglücklich. Ich hatte den wahren Schatz der Philosophie gefunden, indem ich mich mit der großen Anzahl derjenigen verglich, die rings um mich her noch unglücklicher waren. Wie zum Beispiel die Greise, die Frauenzimmer, diejenigen, welchen es an einer gewissen Erziehung fehlte oder an gewissen Fähigkeiten und die außerstande waren, eine fremde Sprache zu lernen oder sich irgendeine Existenz zu schaffen. Ich war damals noch jung genug, ich hatte Eifer. Ich fühlte, dass ich etwas leisten konnte. Ich war so Hoffnung, ich gab Unterricht sogar in Dingen, die ich selbst nicht gelernt hatte. In allem, was man wollte, ich lernte geschwinde heute, was man von mir für den morgigen Tag förderte. Mein historischer Atlas war ein glücklicher Gedanke und eröffnete für mich eine Goldgrube. Doch war er damals mehr nicht als eigentlich ein Besuch. Aber in London wird man in allem eingeführt. Alles findet Käufer. Kürze der Himmel segnete meine Bemühungen. Nachdem ich an der Thames gelandet hatte, ging ich zu Fuß nach London mit 7 Louis-Dollar in der Tasche, ohne Bekanntschaft, ohne Empfehlung an diesen fremden Ufern. Ich verließ es mit der Post, hatte 2.500 Guineen im Besitz, hätte mir schädliche Freunde verschafft, für die ich das Leben gegeben hätte. Aber ich sagte der Kaiser, wenn ich ausgewandert wäre, was wäre mein Schicksal, mein Los gewesen? Er ging dann verschiedene Bestimmungen durch, ohne sich aufzuhalten. Er blieb beständig beim Militärstand stehen. Da würde ich doch immer, sagte er, am Ende gut fortgekommen sein. Sie, antwortete ich, das ist nicht gewiss. Sie würden sich unter dem großen Hausen verloren haben, wären Sie nach Koblenz oder zu irgendeinem französischen Court gekommen, so hätte man Sie nach der Rangordnung der Liste angestellt. Sie hatten kein Mittel, darüber wegzuschreiten, denn wir hielten streng an die Formen. Dann fragte mich der Kaiser, wann und wie ich wieder eingewandert sei. Nach dem Frieden von Amiens, für morgen ihrer Amnestie, noch hatte ich mich außerdem unterschlupfweise an eine englische Familie eingeschlossen, um desto früher nach Paris zu kommen. Sogleich nach meiner Ankunft ging ich aus Besorgnis dieser Familie in Verlegenheit zu setzen. Selber nach der Polizei, um meine Deklaration zu machen, da gab man mir eine Karte, die ich alle Wochen oder alle Monate sollte führen lassen. Ich unterließ es, aber es geschah mir deshalb nicht. Ich war entschlossen, mich vernünftig aufzuführen. Was hatte ich zu fürchten, sagte ich. Doch einmal hätte es mir können teuer zu stehen kommen. Es war im allergefährlichsten Zeitpunkt der Krise von George und Pichegru. Ich brachte gewöhnlich meine Abende in ganz vertrauten Gesellschaften
in meinem eigenen Haus so, ich gehen will nachher gar nicht außer arbeiten, mal vielleicht durch eine ungünstige Fügung des Schicksals. Vielleicht durch den lebhaften Teil geleitet, den ich an der Sache nahm, verirrte ich mich einst des Abends sehr später in der Vorstadt Saint-Germain. Ich verfehlte die Brücke von Ludwig Zahn. 16, deren Richtung ich doch so gut kannte, und kam auf den Boulevard der Invalide heraus, ohne mich so recht erschienen zu können, überall fuhren die Wagen. Verdoppelter und häufiger. Ich fragte eine Schildwache, mir den Weg zu zeigen, er hörte deutlicher, dass es seine Kamerad einige Schritte weiter ihn fragte, warum er mich nicht anhielt, diese antwortete. Ich tue ja nichts Unrecht. Ich eilte nach meiner Wohnung, zitternd wegen der Gefahr, in der ich gewesen war. Ich war förmlich im Fall, mich gegen die Polizei verfolgt zu haben. Meine Auswanderung, mein Name, meine Bekanntschaft, meine Meinungen stellten mich in die Saal der Mitvergnügten. Alle Erkundigungen, die man über mich eingesogen haben werde, wären zu meinem Nachteil gewesen. Ich hätte niemand für mich zum Zeugen aufrufen können. Man würde in meiner Tasche, und gerade das schien mir am gefährlichsten, 5 Guineen gefunden haben. Oder achtete ich schon über 2 Jahre lang in Frankreich war. Es waren sie letzten, die ich mit Arbeiten verdient hatte. Ich hatte sie beständig in der Tasche. Ich habe sie noch jetzt. Ich, ein Blick war für mich eine Art von Glückseligkeit. Sie erinnerten mich an mühsame Tage, die vorüber waren. Nun, was konnte, was musste mir aber nicht bevorstehen bei allen diesen Vergehen. Ansonsten würde ich geleugnet alles Mögliche versichert haben. Niemand hätte mir geglaubt. Gewiss würde ich viel auszustehen gehabt haben, und doch war ich keineswegs strafbar. So ist nun einmal die Gerechtigkeit der Menschen. Bei all dem brachte ich mich aus jetzt noch nicht in Ordnung mit der Polizei. Nie habe ich die unangenehme Folgen davon verspürt.